Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris und zu unserem Krieg, den wir ja, also wir haben ja schon unsere Ziele erreicht. Der muss hier nur weiter fortgeführt werden. Das tun wir jetzt auch. Wir werden jetzt diese Gebiete jetzt auch einnehmen wollen. Hier oben sind wir schon durch. Ich werde mal mit diesem Schiff immer so gucken, ob ich ja, Piraterie oder so ähnliches hier mal absetzen kann. Wobei, nee, wir wollten ja hier erstmal nochmal dieses System einnehmen. Das läuft hier noch. Hier sind wir schon durch. Vielleicht machen wir das auch mit der ersten Flotte. Überhaupt kein Thema. Dann würde ich mal ja, damit mal hier anfangen. Weil hier hat sich das ja gesammelt. Das ist, glaube ich, so eine Art Piraterie, die da noch als Rest übrig geblieben ist. Da müssen wir nochmal schauen. Und im weiteren Verlauf, ich wollte ja irgendwie halt Abkommen verringern, damit wir hier so ein bisschen Einfluss spannen. Was ich jetzt behalten möchte, ist zum Beispiel diese Wirtschaftspakte mit den Staaten, durch deren Gebiet wir quasi reisen. Das würde ich gerne beibehalten. Da muss ich allerdings nochmal schauen, ob wir das so hinkriegen. Ich will mal kurz gucken. Wir haben hier ja, schauen wir mal nur bei uns. Ja, wir haben hier so diverse Migrationsabkommen. Tezekien und so, da kann ich das nicht abbrechen. Das ist halt Bestandteil. So, das bleibt. Aber zum Beispiel bei denen hier. Das brauchen wir nicht, das Migrationsabkommen. Können wir brechen. Dass die durch deren Gebiet reisen. Wirtschaftspakt behalten wir bei. Aber das Forschungsabkommen kann auch weg. So. Und das werden wir mal so jetzt durchgehend machen. Pliff-plaff. Wirtschaftspakt weg. Und Forschungsabkommen auch. Migrationsabkommen auch. Das müssen wir einsparen. Leider. Dann hätten wir hier die Lepidian Mandate. Das sind die hier. Das bleibt bestehen. Natürlich der Wirtschaftspakt. Forschungsabkommen kommt weg. Migrationsabkommen auch. Wirtschaftspakt behalten wir bei. Ulfoki brauchen wir nicht. Wirtschaftspakt brechen. Migrationsabkommen auch brechen. Dann schauen wir mal weiter. Das bleibt hier alles. Forschungsabkommen bleibt auch hier. Brechen wir mal das Forschungsabkommen. Durch die Flex Kanga, deren Gebiet reisen wir ja, ne? So. Deswegen würde ich hier einen Wirtschaftspakt schließen wollen. Ansonsten. Die hier bleiben. Hier können wir den Wirtschaftspakt auch brechen. Und dann beobachten wir auch mal so, wie sich das entwickelt. Wir werden wahrscheinlich hier ein Plus haben. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Gucken wir das mal an. We are being hailed. Ja, sehr schön. Ich will mir noch mal kurz die Routen anschauen. Das sieht alles gut aus. Funktioniert. Ja, das passt. Das passt. Ja, feine Sache. So behalten wir das bei. Und ja, die Flotten schauen wir nochmal. Wir wollten ja hier diesen Planeten angreifen. Das schauen wir mal, ob das schon stattgefunden hat. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nee, unsere Truppen sind gerade unterwegs. Das läuft hier. Und jetzt schauen wir uns mal kurz nochmal die Sektoren an. Gai Secundus. Mhm. Ist ein Bergbaugebiet. Schaut mal gut aus. Kriminalität müssen wir hier nicht. Gibt es keine Kriminalität? Sehr schön. Was ich mir vorstellen könnte, ist. Ja, vielleicht kann man den ja mal ausbauen. So, na, Tigir, hier wird schon fleißig gebaut. Dolok und so weiter auch. Hätte ich hier schon in den Restgebiet mal nachgeschaut? Hier müssen wir noch updaten. Hier auch.
Nochmal hier die kleinen. So, sehr schön. Hier müssten wir noch einen haben. Hier, Witzen. Hört sich auch wie so eine kleine Ortschaft in Schleswig-Holstein an. Oh Mann. So, hier müssen wir auch tätig werden. Dann kümmern wir uns mal hier. Zack. Ist auch ein Grenzgebiet. Mal alles schön updaten. Waren wir hier schon? Waren wir schon? Ich glaube, in Akmal nicht mehr. So. Perfekt, hier waren wir schon. Hä? Warum? Waren wir hier nicht schon? Täusche ich mich hier die ganze Zeit? Ist das ein Fehler vom Spiel? Äußerst interessant. Äußerst interessant. Naja, das werde ich mal beobachten in den nächsten Folgen erst. Wir lassen mal soweit hier weiterlaufen. So, Frage ist jetzt folgendes. Ja, alles klar. Die Sache. Welche Station? Das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist wahrscheinlich das hier, weil hier so ein. Our forces are making planet fall. Ja, weil die da geflohen sind. We are being hailed. We are being hailed. Ja, die Invasion läuft. We are being hailed. Hier laufen die Schlachten weiter. War report. Enemy planet secured. Eieiei, kann man das hier nicht mal so ein bisschen. Interstellar debris analyzed. Sehr gut. Hier gibt es aber noch weiteres, was man erforschen kann. Es geht weiter. So, ihr Lieben, wir müssen echt mal schauen. Eigentlich hatte ich hier das überall. Okay, hier hatte ich das schon gemacht. Hier anscheinend auch. Ja. Hatten wir das hier auch schon gemacht? Nee, im Hauptsystem auch noch nicht. Ja, die Vereinbarung führen wir fort. Ja, wir müssen echt mal warten, dass das hier endlich mal zu einem Ende kommt mit dem Krieg, weil wir haben alles, was geht. Also von unseren Feinden zumindest besetzt. Wer ist gestorben? Ein Wissenschaftler, okay. Ship upgrades applied. So, ist auch erledigt. Ja, was machen wir denn hier? Ein bisschen Piraterie bekämpfen machen wir schon mit der einen Flotte. Ich könnte das ja mal. Also, was ich jetzt machen werde, ist erstmal hierhin fliegen. Mit der. Welche Flotte war das? Die dritte, ne? Zeigt uns mal eure Waren. Nee, wir brauchen keinen. Nicht interessiert, weiterfliegen. So, ihr Lieben. So, hier gibt's keine Enemies mehr. Keine bekannte Piraterie. Warum ist hier eigentlich noch Piraterie? Da fliege ich mal hin. Mit. Ach, jetzt habe ich die Flotte schon wieder vergessen. Oxamon. So. Der Planet hier ist schon eingenommen. Oh, wir haben eine zerstörte Ringwelt entdeckt. Die zerschmetterten Überreste. Eine uralte Ringwelt umringen den Stern des Guram-Systems. Alle planetaren Körper, die es hier einst vielleicht gegeben hat, müssen während des Baus dieser Megastruktur als Baumaterial benutzt worden sein. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, wer dieses Wunder der Technik ursprünglich gebaut hat.
Aber es muss sich um eine äußerst fortschrittliche Kultur gehandelt haben. Toll. Jawohl, toll ist das. So. So, jetzt kommen wir mal mit unseren Armeen mal hier wieder zurück. Zur Erde und landen hier auch. Die sollten hier auch mal landen. So. Nochmal kleiner Blick hier in die Sektoren wieder. Bei Prime kann upgraden. Machen wir mal. Hier läuft's. War eine Welt. So, so. Polizeistation ist nicht unbedingt notwendig. 50. Nö, ist nicht unbedingt notwendig. Die werden wir mal ersetzen durch was? Bollwerk haben wir schon. Ein Holotheater wäre nett. Und ein nächstes Gebäude wird hier sein. Kein nuministischer Schrein. Wir werden hier mal... auf die Verwaltungsbüros gehen. So. Wie sieht's hier aus? Weiterhin Arbeitslosigkeit hoch. Den hier brauchen wir gar nicht. Ersetzen durch ein Bollwerk, würde ich mal sagen. Und Holotheater läuft. Fehlt hier noch was? Irgendwie nicht, ne? So, deswegen werden wir mal anfangen, das mal aufzustocken. Iraobas, braucht Iraobas die Polizeistation nicht wirklich. Deswegen wird sie auch ersetzt. Von einem Verwaltungsbüro und den nächsten werden wir hochstufen. Horima 3. Ja, ein Holotheater wäre nice. Das machen wir mal. Ein Holotheater. Und wir machen hier natürlich weiter mit der Verwaltungsgeschichte. Galbotar. Sieht alles gut aus. Kriminalität auch. Wir machen mal ein Verwaltungszentrum. Also die können wir gar nicht genug haben, habe ich das Gefühl gerade. Deswegen pushe ich die auch jetzt gerade so ein bisschen. Ja, hier sieht es okay aus. Nochmal ein Verwaltungszentrum. Wie sieht es hier aus? Okay. Sieht alles in Ordnung aus. Verwaltungszentrum. Dolok. Auch gut. Ach, hier wird bereits schon gebaut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das passt. Lassen wir mal weiterlaufen. So. Ja, bin gespannt, wann denn dieser Krieg enden wird. We are being hailed. Nee, wir wollen unsere Einigkeit mal aufbauen. We are being hailed. Bastion Warriors zahlen wieder Dividende. Ich muss allerdings mal so ein bisschen was einkaufen, damit das hier nicht überläuft. Ich würde dann mal wieder Gase holen. Hervorragend. Forschung geht auch voran. We are being hailed. We are being hailed. We are being hailed. We are being hailed. Es nimmt hier ab. Gut. Construction completed. Was haben wir hier gebaut? Ja, hier steht alles. Ob ich jetzt Verteidigungsplattform brauche? Gute Frage. Ich glaube nicht. Research concluded. So. Ah, neue Sternbasenkapazität. Sehr nice.
Engaging hostile forces. Leute, Momento. Was ist hier los? Wo sind wir hier? Okay. Es scheint irgendwie eine Phantom-, eine Piratenflotte zu sein. Okay. Ein Thema. So, Leute. Klimawiederherstellung könnten wir forschen. Ist das nicht etwas. Ist das nicht etwas, was wir für unsere. Na, wo konnten wir das sehen? Ist das nicht etwas? Irgendwo konnte ich das doch sehen. Die Gesellschaft. Klimawiederherstellung. War das nicht etwas? Was wir nutzen wollten? Zum Beispiel den Mars hier zu besiedeln. Ja, wir werden Klimawiederherstellung forschen. Ja, es gibt auch andere interessante Sachen, aber das ist, steht jetzt an oberster Stelle. Klimawiederherstellung. 159 Monate, sehr schön. Bin ich echt gespannt. Jetzt haben wir auch schon mal mehr Sternbasenkapazitäten. We are being hailed. Feine Sache. Oh Mann, wie lange wir jetzt hier mit dem Krieg hier noch uns rumplagen müssen, ist eine gute Frage. We are being hailed. Oh, das nervt, ne, mit den Vorschlägen. Eigentlich wollen wir das ja nicht, weil wir hier die Einflüsse sparen wollen. Das Ding will ich nicht, weil wir keine direkte Verbindung dazu haben. Das auch nicht. Schaut mal. Hier ist es ja echt so, weil wenn man mal schaut. Wo war das nochmal? Was können die uns anbieten? Schon wieder wahrscheinlich nur so diese. Ne. Nicht interessiert. Wie sieht es hier aus mit der ersten Flotte? Die Piraterie dort ist besiegt worden. Da gibt es noch maximale Piraterie. Aber ich will halt überall in den Gebieten, wo es halt nicht ist, einfach abbauen. Deswegen fliegen wir auch mal ins Riak-System. We are being hailed. So. We are being hailed. We are being hailed. Ui, wachsende Arbeitslosigkeit. Ja, das ist diese Geschichte in Galvako. Arbeitslosigkeit, das ist eines hier von den neu eroberten Gebieten. Arbeitslosigkeit und Armut verbreiten sich alarmierend schnell auf Galvako. Dieser traurige Zustand wird von kriminellen Organisationen ausgenutzt, die sowohl leichte Ziele haben, als auch zahlreiche verzweifelte Rekruten.
Als vorübergehende Lösung könnten wir die Arbeitslosenunterstützung erhöhen. Es wird nicht günstig sein, aber zumindest zusätzliche Zeit bieten. Um eine dauerhafte Lösung zu finden, wie zum Beispiel der Schaffung von mehr Arbeitsplätzen oder die Verbesserung der Lebensstandards der betroffenen Bevölkerungsgruppen. Wir könnten auch nichts unternehmen, aber dies würde wahrscheinlich zur Bildung einer bedeutenden kriminellen Unterwelt auf Galvaco führen. Also wir sind ja ein wohlhabender Staat, wir werden mal mehr Leistung bieten. Und schauen, ob sich die Situation nicht einfach dann verbessert. Kurzer Blick in die Sektoren. Galbotar. Alles klar. We are being hailed. Könnten wir vorstellen, dass man. We are being hailed. Hier das Dorf verbessert. Oh Leute, das nervt, ne? Also, wie kann ich, das kann nicht sein. We oder? Are being hailed. Wir wollen es nicht. Ablehnen? Wollen wir das einfach mal ablehnen? Ab. Vielleicht wird das ja dadurch. Vielleicht hört das ja dadurch auf, Leute. So, wir haben wieder so ein bisschen too much Energie-Credits. Wo ist denn der Markt hier? Was ist das? So Sklavenmarkt. Nicht Sklaven wollen wir nichts mit zu tun haben. So. Holen wir mal ein bisschen wieder Kristalle. Was geschieht in Dolok eigentlich? Ja, sieht eigentlich alles gut aus. Mhm. Machen wir nochmal das Holotheater. Wobei, wir könnten auch mal. Ja, machen wir mal. So, schadet nicht. Ja, wir bauen sie hier mal. Banatstar soll ja eigentlich eventuell ja eine Sternenfeste werden. Wenn man mal so bedenkt, wenn ich mir mal so diese. Ah, okay. Hier fließt nichts mehr durch. Hm. Interessant. Vielleicht könnte man diese Station hier dann endlich in Anführungsstrichen entfernen. Müssen wir uns aber mal angucken. Unabhängige Tribunale, okay. So, was machen die Flotten? Second Fleet baut hier anscheinend ab. Hat es schon. Dann, ja, fliegen wir mal nach Riyak. Die erste Flotte wird hier schon repariert. Sorgen wir hier auch mal für Ersatz. So. Wie lange dieser Krieg noch geht? Gute Frage. Ship upgrades applied. Sehr gut. Alpha Centauri hat keine Verteidigungsplattform. Vielleicht lassen wir das auch so, ne? Oder bauen sie doch? So.
Was macht unser Wohlstand? So. Ja, wollen wir mal gucken. Ich sehe gerade, die Folge geht zu Ende. Ja, wichtiger Schritt war jetzt mal, unsere diplomatischen Geschichten mal so ein bisschen runterfahren wegen der Einigkeit. Ich hoffe mal, dass es nach dem Krieg so einen Push geben wird, weil wir brauchen die. Wir müssen damit noch viel erledigen. Aber das alles dann ab der nächsten Folge. Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao, euer Fadi.